Hallo Leute, was geht? Ich bin XXXX198. Ja, heute beim Video, das sollte eigentlich gestern schon, also habe ich gestern schon gedreht, da gab es leider ein paar Komplikationen. Ja, dafür entschuldige ich mich nochmal. Okay, ihr habt es vielleicht gesehen gehabt, aber es ist dann leider raus jetzt genommen von mir, hat einen bestimmten Grund. Aber wir machen es auch einfach nochmal neu. Und deswegen heiße ich nochmal alle herzlich willkommen zum Ich-Tagge 2.0. Was ist Ich-Tagge? Ich-Tagge, ich wurde herausgefordert von Loaded RK zum Taggen. Und das ist, er hat Fragen gestellt, die man dann halt beantwortet. Das ist so eine Art Schneeballeffekt. Er stellt eine Frage, verlinkt Leute in seiner Beschreibung, die Fragen nicht beantworten müssen können. Die hat er dann halt vorher gefragt, mich hat er nämlich auch gefragt. Ich habe dann natürlich ja gesagt, weil warum nicht, ne, macht doch Spaß und so. Und wie gesagt, das geht dann jetzt im Schneeballeffekt vielleicht, wer weiß, weiter. Schön wär's. Und ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir an. Achso, der Link vom Erfinder, also von Loaded RK, also er ist jetzt der Erfinder dieses, ich tagge. Ja, wie gesagt, der Link ist in der Beschreibung. Und die Personen, die ich markiere, sind dann auch erstmal fett in der Beschreibung drinne. Gut, dann fangen wir mal an. Was mein Lieblingsspiel ist, wird gefragt. Hier sag ich mal so. Mein Lieblingsspiel ist nicht eins, es ist eigentlich eher eine Reihe. Es ist zwar die GTA-Reihe und die FIFA-Reihe. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, also ich habe jetzt FIFA 14 und GTA 5 habe ich beides, würde ich es aber lieber sagen GTA 5. Weil, ich weiß nicht, FIFA 14, das verändert sich minimal nur noch neuerdings was und ja, bei GTA 5 ist es ja klar, wer von euch GTA 4 gespielt hat, wird genau das gleiche sagen, dass es ein großer Unterschied ist und auch bestimmt euch mehr Spaß macht, also mir macht es definitiv mehr Spaß. Ja. Zweite Frage ist, was für Konsolen bzw. was für ein PC hast du, also habe ich. Ich habe eine Xbox 360 Slim Edition. Ja, diverse Spiele, ich weiß nicht, ob Konsole, ich habe auch ein Tablet, ich weiß nicht, ob das dazu zählt, sage jetzt einfach mal so, Nintendo, DS Lite, Wii, aber ich spiele eigentlich nur noch mit Xbox und Tablet, jetzt mal so, by the way. Ja, und als PC habe ich ein Acer, ne? Ja, ich habe ein Acer. Mein PC hat mir geantwortet, hat ja gesagt. So, dritte Frage. Regst du dich beim Zocken auf? Wenn ja, wie viele Controller sind schon kaputt gegangen? Ich rege mich bei Spielen auf, bei eigentlich zu 90% bei Spielen. Am schlimmsten geht es bei FIFA ab oder ja, bei GTA geht es so eigentlich. Zumindest am schlimmsten bei FIFA, wenn der Schiri einfach so dumm ist und einfach nur eine Scheiße da pfeift. Naja. Und bei GTA manchmal, wenn die Bullen mich dann zufällig mal töten. Aber nur zufällig. Trotzdem, das regt auch auf. Aber einen Controller habe ich definitiv noch nicht zerstört, weil der ist mir ein bisschen zu wertvoll dafür. Für ein Spiel. Ja. Vierte Frage, PS4 oder Xbox One bzw. PC? Ich würde sagen PC lieber. Gamer-PC. Also wenn dann PC, dann Gamer-PC. Sonst kein PC, dann Xbox One. Warum Xbox One? Keine Ahnung. Ich mag PS4 nicht so. Also PS insgesamt, PlayStation. Obwohl, klar, der Nachteil wieder bei Xbox ist wegen Internet. Aber naja, gut, ich finde den Controller nämlich bei dem Xbox ein bisschen besser. Aber okay, wie gesagt, aber trotzdem lieber ein Gamer-PC. Was ist deine Lieblingsspiele-Genre? Meine Lieblingsspiele-Genre ist Shooter, Action, Simulator, Sport, Adventure und Rollenspiel. Wie ihr ja hier unschwer erkennen könnt, sind wir bei Metin. Ach ja, wir sind auf einem Metin-P-Server. Ja, yeah. Okay, hättet ihr ja nicht gedacht, ne, Level 170 und alles. Naja, okay.
Sechste Frage. COD oder Battlefield? Ganz klar, Battlefield. COD ist für mich einfach nur noch so ein Geleier, was immer und immer wiederholt wird. Ich muss einfach sagen, wenn man überlegt mal, wie lange Battlefield 3 raus war und wie viel CODs in der Zeit da rauskamen und nicht wirklich mit Battlefield mithalten konnten und Battlefield mehr Umsatz als COD gemacht hat mit den ganzen, würde ich jetzt mal so behaupten. Klar, kommen dann hier wieder gleich die ganzen Leute, gar nicht wahr, COD und so hat mehr. Ich bin trotzdem der Meinung, Battlefield ist besser als COD, weil, keine Ahnung, Battlefield hat rockt einfach ein bisschen mehr, weil das so Riesen-Maps sind und so und Maps sind. Und bei COD, keine Ahnung, das ist einfach nur diese kleinen Maps und dann läufst du da nur rum und dann puff. Und ich stehe mehr auch so auf dieses Flugzeug und fahren so. Ja. Gut, siebte Frage. Was sagst du zu Minecraft? Ich sag zu Minecraft, geiles Spiel. Ich habe ja ein paar Videos schon gemacht und habe auch gesagt, da kommen wir nochmal eine Anfrage dazu. Sage ich dann da nochmal was zu. Ja, Minecraft ist eigentlich an sich ein geiles Spiel. Ich habe momentan nicht mehr so viel Lust da so drauf. Es wurde für mich ein bisschen langweilig, aber es ist trotzdem ein hammergeiles Spiel. Das machte eigentlich immer Fun, wann ich es gespielt habe. Und ihr wisst ja auch, ich hatte meinen eigenen Server Zombiecraft. Falls ihr das wisst. Naja, egal. Also wie gesagt, Minecraft geil. Wie lange zockst du schon? Ich zocke, keine Ahnung, 4, 5 Jahre. Keine Ahnung. Kann ich nicht mehr sagen, aber ich zocke momentan gar nicht mehr so. Und falls ihr überlegt, denkt, warum wir so viele mit Landwirtschaftssimulator, und da wollte ich auch noch was zu sagen, bevor ich jetzt hier weiter die Fragen mache. Ich hab das an einem Wochenende mit dem Mr. Multigamer LP oder Multi Mr. Gamer LP gespielt. Und dazu wollte ich nochmal sagen, die Videos, die ich hochlade, da sind zwischendurch mal ein bisschen Pausen eingebaut und dann habe ich auch gesagt, dass wir wieder da sind. Das ist mit Absicht so, dass das alles vielleicht in ein Teil ist. Ja, weil sonst wird das immer so ein ganz kleines Gemisch, dann ist es wieder 5 Minuten und dann fängt wieder das neu an. Deswegen habe ich das alles zusammen, alles in einer Folge gemacht. So, neunte Frage. Wer ist dein Lieblings-YouTuber? Ich habe keinen Lieblings-YouTuber an sich, ich habe eine Lieblings-YouTube-Gruppe und das ist Grip, das Motormagazin. Frage 10. Darfst du Spiele ab 18 zocken, obwohl du jünger bist? Wenn ja, nee, was hältst du von der Altersbeschränkung bei den Spielen? Ich durfte schon Spiele zocken ab 18, obwohl ich jünger war. GTA San Andreas galt da mal und SmackDown gehört dazu. Und ich halte eigentlich von Altersbeschränkungen vieles, weil wenn man einfach nur, dass man sich ja anhört mit den ganzen Amokläufen und aggressiven Menschen und ja, Leute heutzutage nur wegen dem Baller spielen, also finde ich eigentlich schon ganz gut. Wieso hast du mit YouTube angefangen? Ich habe das ja schon mal in einem anderen Video gesagt, ich habe es eigentlich nur angefangen, weil es mir um den Spaß dabei geht. Und ja, also eigentlich nur mir geht es um den Spaß, euch zu begeistern und keine Ahnung, selbst mir macht es ja mal ein bisschen Spaß, da zu labern. Obwohl ich vielleicht auch größtenteils vielleicht nur Scheiße labere, aber trotzdem macht es mir Spaß. Und ja. Letzte Frage, dann haben wir es auch geschafft, hoffe ich mal. Wer ist dein größtes Vorbild? Mein größtes Vorbild? Ich habe gar keins. Muss ich ehrlich sagen. Ist auch keine Lüge. Ich habe gar keins. Ich wüsste es gar nicht. Und ja. Das war's. Ja, das war ich tagge 2.0. Ich hoffe, ich habe es bestanden. Ich weiß ja nicht, wie es der Loaded Arcade sieht. Mal gucken, ob er uns einen Kommentar darauf gibt. Gut, wir sehen uns in den nächsten Folgen von Landwirtschaftssimulator 2013. Mein Name ist XXXX1988. Acht, nein, 198. So, nicht durcheinander kommen. 198. Und wir hören uns, wie gesagt, bei den Landwirtschaftsfolgen. Bis dahin, auf Wiedersehen.